Vielleicht ist er da unten. Oder ist auf der anderen Seite. Da ist ja auch nochmal ein Ort der Gnade. Auf diesem großen Kampfplatz. Könnte auch sein. Also hier ist niemand. Dann reisen wir mal rüber. Klagedünen. Ich weiß nicht, ob hier... War hier noch jemand? War hier keiner mehr? Da drüben ist auf jeden Fall dieses Schloss. Also wenn dann wahrscheinlich oben. Beim Ort der Gnade. Ah, das war ein krasser Kampf hier, ne? Das war ein krasser Kampf, den wir hier bestreiten mussten. Durch den Eingang. Merkwürdig. Ort der Gnade und einmal zum Eingang zurück. Vielleicht, weil man den Ort der Gnade aus Versehen nicht aktiviert. Oh, schaut das geil aus. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Mega. Gut, also hier ist auf jeden Fall niemand. Dann werden wir jetzt, dann haben wir diese Seelenquest da auch abgeschlossen, zumindest soweit ich weiß, wie es geht. Wir könnten höchstens noch mal hierher kurz zurückkehren. Ja, können wir vielleicht mal kurz hierher zurück. Vielleicht sagt die uns noch irgendwas, was wir machen sollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir jetzt zum Aufzug von Rold. Oh, sie ist weg. Sie ist weg. Das ist ja auch spannend. Dann müssen wir vielleicht jetzt nochmal da unten hin. Zu ihr. Ne, sie ist auch weg. Schaut mal. Hier wird sie auch nicht mehr angezeigt. Oh, spannend, spannend, spannend. Warum laufe ich eigentlich immer in die Richtung? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da rüber. Aber da kommen wir nicht durch, oder? Doch. Stimmt schon so. Wenn sie da wirklich weg ist, ist es echt spannend. Da unten ist das Ganze. Das war schon. Da kommt diese Kugel wieder. Ja. Kugel auch wieder erledigt. Dann gehen wir gleich mal da rein. Aber wenn man der Karte vertrauen kann, und das mache ich eigentlich, müsste sie weg sein. Oh, schaut mal. Den Typen habe ich, glaube ich, gesucht. Das heißt, wir haben sie nicht gekannt. Mhm. Also er hat sie getötet. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Real Acaria's Academy. Du bist mir ein netter Typ. It is strange though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. Ja, wir können sie wiederbeleben. Wir haben hier ihre Essenz. In another body. A sickening thought. But one that won't stop gnawing at me. I suspect Selen lives on. I'm sure she's sick. Ja, und hier kann man wahrscheinlich jetzt nichts mehr machen. Nee. Ja, wir könnten ihn töten, denke ich, aber das ist ja auch Quatsch. Ja, Wahnsinn. Okay, damit ist die Seelenquest jetzt wirklich beendet, weil sie tot ist. Ja, stimmt, hier war noch dieser isolierte heilige Turm. Wie sind wir nochmal zu dem hingekommen? Da war irgendwo ein Portal, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht mehr. Den haben wir inzwischen benutzt, den Turm. Den haben wir inzwischen benutzt, weil da haben wir die von Rickard, von ihm hier oben. Glaube ich, haben wir die Essenz aktiviert, aber von ihm haben wir das noch gar nicht gemacht. Ne? Da ist noch, warte mal, da hatten wir die große Rune. Eine große Rune haben wir noch nicht aktiviert. Hier. Morgoths große Rune. Da müssen wir noch einen heiligen Turm finden. Um die auch noch zu aktivieren. Machen wir. Machen wir eins nach dem anderen. Jetzt erstmal wieder. Wo müssen wir hin? Straßenbalkon, ne? Genau. Hier sind wir jetzt richtig, okay. Dann da raus und dann da links. Und da müssten wir eigentlich relativ unbehelligt hinkommen, wo wir hinwollen. Vielleicht sind ein paar Soldaten da, aber das war's dann schon. Hinten doch das Tor. Müssen wir durch. Zum Aufzug von Rold. Und da geht's in ein neues Gebiet. Bin schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Diese Typen kennen wir doch schon. Die können ganz schön fies werden. Den Blut haben sie bewacht. Da gucken wir doch mal hier rum. Da war noch einer, ne? Wo ist der? Da ist er. Eine Sache, die wir auch noch nicht rausgefunden haben, ist, was es mit diesen Fußspuren auf sich hat, die wir immer wieder mal finden. Gehen wir gleich hoch. Ich untersuche jetzt erstmal das Zeug hier unten. Warte mal, da hängt doch was, oder? Nee, das ist nur Licht. Das ist nur Licht. Da hinten ist einer. Ein Hund. Ja, diese Hunde können es auch in sich haben. Vor allem, wenn sie zu mehreren auftreten, kann das unangenehm werden. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ah, noch mehr Hunde. Jetzt haben die bewacht. Goldrune 9. Wunderbar. Noch ein Hund. Ah, schaut mal, da drüben ist auch noch einer. Ein Hund und einer dieser komischen Flugwesen. Ah, noch ein Hund. Blitzsichere Trockenleber. Erdenbaum. Und hier gibt es jetzt noch ein paar Blümsche. Michaelas Lilien, die werden hier gezüchtet, wie es ausschaut. Aha. Oh, hier ist ein etwas größerer. Sehr gut, haben wir. Haben wir erledigt. Und da war noch einer, oder? So ein Hund. Der blieb einfach sitzen. Der konnte es gar nicht fassen, was seinem Herrchen da passiert ist. Was haben wir denn hier gefunden? Parfümflaschen, okay. Und sonst gibt es hier nichts mehr. Na gut, hat sich doch gelohnt, der kleine Abstecher hier unten rum. Denke ich mal. Und jetzt können wir die Treppe hochgehen.
und schauen, was es oben gibt. Wahrscheinlich den Aufzug, denke ich mal. Obwohl, nee, da gibt es erstmal einen Eingang, eine Pforte. Wird uns ja hier schon gesagt, ne? Erstmal die Rolltroute und da hinten wird dieser Aufzug sein. Da bin ich gespannt, was da noch alles auf uns wartet. So einfach wird es nicht werden. Da oben wartet auf jeden Fall ein Ort der Gnade auf uns, oder was ist das? Nee. Wieder irgendwelche Viecher. Ach, die beten den an. Das kennen wir doch schon, das Spielchen. So, wir holen uns mal einen von denen. Ach, die sind schlau. Die sind schlau. So, den nächsten. Ah, und da ist auch noch so eine Lady. So eine Zauberlady. Holen wir uns den mal, bevor wir dann uns gleich die Zauberlady schnappen. Kommst du? Irgendwie fies. Hier kommen Freunde herbeirufen, sehr gut. Jetzt haben wir sie getriggert. Die Kampflady. Soll sich die Metato-Asche drum kümmern? Parfümsarong. Und hier gibt es einen heranwachsenden Schmetterling. Oh, schaut mal, was es hier gibt. Ein Löwe. Ja, die haben offensichtlich irgendwie ein Problem. Ah, das im Fernkampf kannst du es vergessen. Ah, sehr gut. Jetzt hat er ihn erwischt. Dankeschön. Oh nein, jetzt verschwindet er. Ach so, aber das heißt normalerweise, dass alle Gegner besiegt sind, wenn er verschwindet. Dann passt das auch. Stimmt aber nicht, hier sind noch welche. Und töten jetzt einfach alle mal. Aber ich glaube, die sind abgelenkt. Geht das? Die beten da irgendwas an. Okay. Dann schauen wir mal da hinten weiter. Gut, was gibt's da hinten? Vielleicht nochmal so ein Löwen? Der hätte sich doch auf uns stürzen sollen, wahrscheinlich mal vorbeilaufen eigentlich. Ha. Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ist, glaube ich, nur einfach so ein Typ, der da liegt. Aber ein größerer, okay. Sehr gut, haben wir auch. Und da versteckt sich noch einer. Die kennen wir schon vom Schloss von Morn. Alter Reißzahn und Schlaffett. Okay. Gut, gibt es da unten irgendwie was? Ja, schaut mal, da unten gibt es auch was. Auch nochmal so ein Fetti. Cool. Sehr schön. Und eine Statue. Die versteckt irgendwas. Ja, die versteckt etwas. Ein dunkler Schmiedestein 6. Interessant. Was man hier nicht alles findet. Da hinten gibt es nichts mehr, wie es ausschaut. Ich laufe trotzdem nochmal hin. Der Vollständigkeit halber. Aber schaut nicht so aus. Okay.
Gut, dann haben wir dieses Plateau auch erledigt. Dann geht's weiter. Wo sind wir denn? Ja, wir sind immer noch erst hier. Okay. Aber diese Passage müssten wir jetzt gleich erreichen eigentlich. Da kommt sie schon. Da muss auch irgendwo ein Ort der Gnade bestimmt sein. Vielleicht sogar direkt dort. Ich sehe jetzt erstmal nichts. Könnte noch ein kleiner Boss oder so warten. Da unten war dieser Löwe, der die Parfümflasche bewacht hat. Oder ist das doch gleich direkt der Aufzug? Ist das direkt der Aufzug hier? Da ist der Rufer. Ja, ist direkt der Aufzug. Krass. Okay, dann nach oben. Aber ich glaube, das ist noch nicht der Aufzug von Rold. Das ist einfach nur der Weg zur Rold-Route. Die hier beginnt. Und ich mich irgendwie an das Schloss Sturmschleier erinnert mit seinen Golems, die ich dann da oben gewartet habe. Erinnert ihr euch auch? Das ist doch bestimmt irgendwo ein Ort der Gnade, oder? Da gibt es Reiter. Interessant. Oh, und Feinde. Schwebender Schmetterling. Und hier gibt es Flammendrachen-Talisman plus 1. Sehr schön. Die hat uns noch gefehlt in der Reihe, glaube ich. Schaue ich gleich mal nach. Schaue ich gleich mal nach. Passt mal auf. Hier. Hier, genau. Wir haben den Drachenschild-Talisman 1, den Zauber-Talisman 1, den Flammendrachen-Talisman 1 und den Zweier haben wir auch schon. Ah, wir haben den Zweier auch schon. Okay, cool. Blitzdrachen und Halligdrachen und Perldrachen. Perldrachen, es gibt nicht körperlichen Schaden. Ah ja, da wir den Zweier schon haben, brauchen wir den Einser ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den Zweier gefunden haben. So, dieser Vogel da. Randgebiete der Hauptstadt. Da ist auch noch ein Gegner. Den will ich doch zuerst mal wegsteppen hier, bevor wir gegen den Reiter gehen. So. Auf der anderen Seite auch? Nein, auf der anderen Seite nicht. Schon fies, ne? Wenn wir einfach abgelenkt durch den Reiter und dann hätte uns der wahrscheinlich in den Rücken... Wäre uns in den Rücken gefallen. Und dieses Item soll uns auch noch ablenken. Schnell, schnell, schnell. Und zack. Sehr gut. Ja, es ist gut, dass wir so viel Ausdauer haben. Dann können wir mehrmals hintereinander zuschlagen. Geräuchertes, belebendes Fleisch. Da hinten ist noch irgendwas. Ah, und ein Skarabäus. Aber ist hier noch ein Gegner? Schaut nicht so aus. Dann nehme ich mich mal dem von hier, dem Skarabäus. Dann kann er nämlich nicht so gut abhauen. Ja, sehr gut. Was kriegen wir? Ups! Ach du Heilige! Das ist neu. Dunkelschmiede Stein 6. Das ist neu, dass die sich dann so verwandeln. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Gut. Dann müsste der Aufzug von Rold sein. Aber nach oben kann der ja gar nicht. Und das ist das hier? Ist das so ein Turm? Das ist so ein Turm, Leute. Können wir da die große Rune... Ja, schaut mal. Und da gibt es auch einen Weg rüber. Da können wir, glaube ich, dann die große Rune von Morgoth aktivieren. Schaut für mich so aus, zumindest. So, hier ist sonst nichts. Ich werde dann gleich mal eine Aufnahmepause machen. Gut. Ich denke, in der heutigen Aufnahme haben wir auch einiges geschafft. Okay, dann ist das hier der Aufzug.
Können wir aber hier nach rechts gehen? Ja, wir können hier nach rechts gehen. Ich möchte nämlich mit dem Aufzug jetzt erstmal gar nicht fahren. Sondern ich möchte jetzt erstmal darüber zu diesem Turm. Komisch, dieser Aufzug. Ja, der wird wahrscheinlich dann nach unten fahren, sodass wir dann diesen Weg hier weitergehen können, schätze ich mal. Sehen wir da irgendwas davon? Ja, da unten sehen wir was. Ja, da unten werden wir dann wahrscheinlich lang marschieren müssen. Durch dieses Schneegebiet. Aber vorher, wie gesagt, dieser Turm. Vorher dieser Turm. Oh nein, was ist jetzt los? Kann ich zurücklaufen? Ne, wir können nicht zurücklaufen, oder? Ich wollte doch jetzt eine. Ich wollte doch eine Aufnahmepause machen. Dann werden wir zurücklaufen. Wir laufen in die Ewigkeit, glaube ich, da rein. Das bringt uns nichts. Wir müssen hier bleiben. Das ist, glaube ich, in einer anderen Welt irgendwie. Was ist das hier? Grausamer Zwilling, okay. Ah, wir können. Wir können und wir sollten. Schaffen wir den ersten schon, bevor der zweite hier auftaucht? Ja, sehr gut. Das ist der zweite. Der macht natürlich Wahnsinn, das ist schlecht. Komm, besiege ihn! Ja, super. Und zack. Und das müsste es auch sein, oder? Wie fies. Asche von Maltöter Rollo bekommen wir. Und wird es wieder hell, bitte? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Aha, es ist wieder hell geworden. Und jetzt sind wir vor dem Turm. Damit diese ganze Passage da und dieses eine Teilchen, was ich nicht genommen habe. Merkwürdig. Egal, wir aktivieren jetzt mal den Ort der Gnade hier. Den Turm machen wir in der nächsten Aufnahme. Dann schaue ich mal, ob da hinten dieses Item noch liegt, was wir beim ersten Mal nicht genommen haben. Oh, wir können unser Pferd gerade nicht herbeirufen. Okay, dann müssen wir zu Fuß hinterlaufen. Das war ja fies, diese beiden Zwillinge da. Das war ziemlich fies. Aber wir haben sie gut hinbekommen. Okay. Da hinten steht immer noch dieser Kämpfer, mit dem wir... Ja, stimmt, genau, den wollte ich eigentlich angreifen. Und dann wurde alles schwarz. So war es nämlich. Hier liegt jetzt aber kein Item mehr. So war es, genau. Da war einfach nur so ein Kämpfer. Das war ja das Fiese, glaube ich, dran. Die wollten... Das war eine Art Falle. Man denkt, ach ja, dann greife ich diesen Kämpfer an. Und in Wirklichkeit ist es dann so ein Bosskampf. Die Äste, die dort drüben wachsen, die kommen nicht von dem Turm, ne? Die kommen von dem Baum. Ach, schaut mal, so nah sind wir am Erdenbaum. Krass, krass, krass. Da ist er auch. Auf der Karte ist er ganz besonders markiert. Und hier wäre sogar der Eldenthron. Aber wir kommen ja nicht durch. Wir kommen nicht durch. Das ist der Heilige Turm von Ostaltus Tor. Und dieses Zeichen hier wurde auch gelöscht. Das ist ja ein Zeichen, das uns reingesetzt worden ist. Und da ist der große Aufzug von Rold erst. Okay, da müssen wir also erst hin. Das ist nur ein kleiner Aufzug. Das ist dann erst der große Aufzug, verstehe. So, halt falsch, oder? Nee, richtig. Vor zum Turm.
Und den Turm erledigen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme. Und dann geht es weiter zum Aufzug von Rold. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet auf diesen Schneefeldern. Ob wir da noch weitere Abenteuer erleben? Natürlich, auf jeden Fall. Ganz sicher. Jetzt haben wir es gleich. So, wunderbar. Dann werde ich jetzt hier im Schatten des Erdenbaums und hier mit dem Feuer im Hintergrund erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei unseren neuen Folgen Elden Ring. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, ihr helft uns damit. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich freue mich schon sehr, euch dort wieder zu sehen. Macht's gut, Valete!